Wer von Ihnen geht gerne joggen? Hand hoch. Wer geht joggen? Gehst du viel joggen? Was joggst du so? Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Einmal zum Briefkasten und wieder zurück. Oder was? Nee, was läufst du? Wie viele Kilometer? Was machst du da so? 12, 13 Kilometer. Alter Verwalter. Und gibt's einen Tipp? Ja, du siehst fantastisch aus, ganz ehrlich. Ja. Gibt's einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Danke. Ja, schön. Ich glaube, so sieht das Sportstudium 18 Messer aus. Einer steht vor und sagt, einfach laufen, lauf, Leute, lauf, lauf, lauf. Ich wette aber trotzdem mit dir, wahrscheinlich benutzt du die komplett falsche Technik. Wir haben nämlich jemanden gefunden, das ist der Thomas. Und er erklärt uns jetzt mal, wie es richtig geht. Thomas Kritz joggt seit 18 Jahren, jeden Tag und vor allem nackt. Ja, das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Anfangs oberkörperfrei, war schon schöner wie mit. Dann nur eine kurze Hose, dann die kurze Hose auch mal ein Stück ausgezogen. Und das Laufstück hat sich dann immer weiter erweitert. Moment, was hast du denn letztes Mal? Nee, warte mal. Das Laufstück hat sich dann immer erweitert? Von welchem Laufstück redet er? Das Laufstück hat sich erweitert. Herr Doktor. Vor allem, wie kommst du auf die? Du stehst ja nicht mitten im Stadtwald und sagst dir dann, haha, heute ziehe ich die Hose aus. Das Gute ist natürlich, du hörst ihn, ne, wenn er von hinten angejoggt kommt. Ne? Dann macht er mal flapp, 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 flapp. Das ist, ja, so ruhig. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ja? Sie brauchen keine Angst zu haben. Mein Tipp, wenn sich wie so dumpfer Beifall anhört, einfach mal über die Schulter gucken. Flap, 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 flap. Flap, 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 flap. Dann war er sehr schnell. Auslaufen, flabberdi-flap, flabberdi-flap. Flump, flump, flump. So, aber der nackte Thomas will nicht einfach nur nackt sein. Nein, er sieht im Nacktjoggen auch die Zukunft. Dieses Laufen ist eine Art zähneputzender Bewegungshygiene. Und ich prognostiziere eigentlich auch, dass es in spätestens 50 Jahren einfach jeder macht. Für dieses Ziel möchte Thomas Kritz laufen, bis er 120 Jahre alt ist. Ja, wunderbar. Wir freuen uns alle drauf. Vor allem, was freue ich mich auf den ersten Nacktmarathon in Berlin, ja, wenn es dann mal heißt... Ziemlich viele Pimmel. Aber danke, Thomas. Viel gelernt, ne? Hast du viel gelernt jetzt. Einfach mal Hose aus. Sie haben es ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, die Feuerwehr hat Nachwuchsprobleme. Es gibt zu wenig Feuerwehrleute. Warum ist das so? Jetzt habe ich im RBB endlich die Antwort gefunden. Und zwar, der Aufnahmetest, der ist viel zu schwer. Sollten Sie eine andere Rolle als Purzelbaum durchführen, führt das zum sofortigen Abbruch der Übung. Sehen Sie? Wenn du was anderes als einen Purzelbaum machst, zack, bist du raus. Da brauchst du gar nicht erst mit einer Judo-Rolle, Rolle rückwärts, doppelten Rittberger, brauchst du gar nicht erst anzukommen. Bist sofort raus. Ich habe mich nur gefragt, was hilft dir ein Purzelbaum beim Löschen von Häusern? Oder rollen die das Feuer aus? Was ist der Plan? Uwe, roll weiter, es brennt noch. Na gut, es gibt Neues aus der großen Welt der Preise und Auszeichnungen. Im ZDF-Auslandsjournal, da habe ich endlich einen Preis entdeckt. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, den möchte ich unbedingt gewinnen. Vergessen Sie Oscar, Bambi, Grammys dieser Welt. Dieser Preis, der gehört in mein Regal. Dass Kabeljau fehlt und deshalb immer teurer wird, spüren Sie auch hier in London, wo die Fish-and-Chips-Industrie alljährlich ihre Talente kürt. Wie zum Beispiel Jamie Russo, Jungfrittierer des Jahres. Meine Damen und Herren, Wolfgang, Jungfrittierer des Jahres. Ich frittiere Ihnen alles weg, ey. Fahrräder. Das wäre mal was, oder? Jungfrittierer des Jahres. Gibt es auch Altfrittierer? Ist das dann eine alte, andere Kategorie? Schöner Sport. Ja? Kann man auch im hohen Alter noch ausüben. Lass mich raten, der Wettkampf heißt wahrscheinlich Olympiade. Schwieriges Wort. Naja. Mich hätte ja interessiert, wann hat er wohl mit dem Frittieren angefangen? Und ab wann wusste er, das ist mein großer Traum? Weißt du, sitzt du zu Hause und denkst dir, es knuspert herrlich, das will ich werden, wenn ich groß bin. Fragen ohne Antworten. Falls ihr gerade auf Jobsuche sein sollten, auf Wangerooge wird ein neuer Leuchtturmwärter gesucht.
Und der Andrang ist wohl ziemlich groß. Ich wusste nicht, die Hürden da sind sehr hoch gesteckt. Die nehmen nicht jeden. 1100 Menschen haben sich beworben. Hier hatte ich gelesen, dass der fließend Deutsch und Englisch spricht und sogar Italienisch und Spanisch. Auch nicht verkehrt, auf jeden Fall. Ausbildung? Ein Philosophiestudium. Ah, das Gesicht ist immer, ne? Philosophiestudium, bäh. Bäh. Als Jungfrittierer hättest du da eine Chance, sag ich dir. Aufnahmeprüfung zum Leuchtturmwärter besteht bestimmt aus einem Purzelbaum.